Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem weiteren Squad-Builder-Showdown mit Prones. Yo, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start und heute haben wir uns den Spieler Eto als Spieler für die Squad-Builder-Challenge ausgesucht. Ich denke, das wird auf jeden Fall wieder richtig krass. Wir haben ja letzte Woche schon einen Squad-Builder-Showdown hier hochgeladen gehabt. Das kam schon richtig heftig an. Ja, Mann, das ist einfach dreimal oder so in die Trends gekommen. Ihr seid komplett mit den Likes, mit den Kommentaren und so weiter eskaliert. Und das hat uns einfach gezeigt, dass ihr die Serie feiert und dass wir die weiterhin bringen sollen. Und dafür haben wir uns heute eine Geburtstagskarte ausgesucht, und zwar Eto, wie er schon gesagt hat. Und ich denke, wir fangen direkt auch an mit der Formation, oder nicht? Genau so sieht's aus. Leute, ihr könnt doch wieder einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr weiter diese Serie sehen wollt, und zeigst es in die Kamera. Ich halte schon mal in die Kamera, was ich glaube, was du hast. Also die Leute haben es auf jeden Fall gesehen und du kannst gleich mal raushauen, was du für eine Formation hast. Ich hab meine Lieblingsformation genommen, die 4-3-2-1. Damn, ich hab die 4-1-2-1-2 aufgeschrieben. Die hatte von uns noch nie irgendjemand irgendwann mal. Ja, Mann, okay, dann darf ich meine behalten. Das ist schon mal nice. Puh, und ich zeig deine in die Kamera. Ich gehe davon aus, du hast die diesmal. Okay, du weißt schon, dass es 40 Formationen oder so gibt, als ob du jetzt die richtige hast. Also ich hab die 4-4-2-Formation genommen. Genau dieselbe, die ich letztes Mal bei dir auf dem Channel hatte. Wieder die 4-4-2. Einfach mal gönnen. Oh mein Gott, ich habe die 4-3-3 mir aufgeschrieben. War ich ja komplett daneben. Dann machen wir beide wieder mit der Formation daneben und gehen jetzt zu den Stürmern über. Du machst dann den einen Stürmer. Nee, ich mach den einen Stürmer und du die beiden bei mir, ne? Ja, genau so sieht's aus. Okay, let's go. So, ich halte direkt mal die beiden Spieler von dir in die Kamera. Das Ding ist, das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ich nicht glaube, dass du Kamerun-Spieler hast. Von daher hast du wahrscheinlich welche aus der türkischen Liga. Dort hast du zwar auch ein bisschen Auswahl, aber komm, einen von den beiden hier hast du. So, der erste ist von mir drin, der linke Flügel. Das ist Özkan. Trollst du? Wer ist das? Okay, den hast du nicht, ne? Den hast du nicht. Das ja, ist warte, schon mal warte, nice. Das war der linke Flügel. Das war der linke Flügel. Ja, der hätte so viel bessere nehmen können. Bruma, so. Ja, aber ich wollte das so machen. Ich habe mir das gedacht, ich mache das so. Ich habe schon einen Plan dahinter, Daddy. Und der rechte Stürmer bei mir ist William. Er geht komplett auf Nummer sicher, Mann. Das ist so unfair. Ich habe keinen davon. Was hast du geschrieben? Was hast du aufgeschrieben gehabt? Bruma und Podolski. Bruma und Podolski. Okay, das hätte echt sein können. Ja, du hättest auch Kareshma, so. Du hättest so viele nehmen können und du nimmst die beiden. Ja, das hat schon seinen Plan. Okay, auf jeden Fall. Das ist schon mal nice, dass ich meine Stürmer behalten kann. Ich habe da zwar so einen Silberspieler, der nicht mal selten ist auf der linken Flügelposition, Daddy, aber wenigstens darf ich den behalten und ich zeige jetzt den Zettel in die Kamera von mir. Ich gehe auf Risiko und hoffe einfach darauf, dass du den hast, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn machen würde. Würde schon Sinn machen, aber nicht jetzt mit Eto zusammen. Ich habe einfach... Ja? 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 Ich habe Benzema. Oh, ich habe Suarez aufgeschrieben. Wie knapp war das denn? Das war ehrlich knapp. Ich wollte erst Suarez nehmen, aber ich dachte mir so, na, am Ende muss ich noch den Squad-Builder-Challenge Suarez abstoßen. Wenn ich verliere, dann nehme ich lieber Benzema. Ja, okay, das ist auch wieder richtig. Ja, dann Benzema darfst du auch behalten. Shit, man, hat keiner jetzt gerade richtig geraten, aber das wird anders im Mittelfeld aussehen. Okay, jetzt kommen wir zu meinen vier Mittelfeldspielern und zu den dreien von Tim. Ich denke, safe einer von uns wird irgendwas richtig tippen. Ich hoffe, du bist schon dabei, die Spiele einzufügen und ich halte jetzt... Ich bin gerade dabei. Zeig's schon mal in die Kamera. Ja, Mann, ich halte jetzt den Zettel in die Kamera. Komm, okay, ich fange an mit meinem ersten Spieler. Der erste Spieler ist von mir eingesetzt. Linker ZM Nainggolan. Was? Damit hättest du nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ups, da habe ich den falschen gerade eingegeben. Dann geht es weiter mit dem nächsten ZM. Den könntest du sogar haben, weil das ist wieder einer meiner lieblingszentralen Mittelfeldspieler, Kanté. Nein, nein! Das ist so ein Troll. Du dachtest, ich nehme ihn nicht, ne? Weil du schaut. Ich habe einmal diesen Zettel gemacht und einmal diesen Zettel. Das sind genau dieselben Zettel, nur dass auf dem einen Kanté draufsteht und auf dem anderen nicht. Habe ich Glück gehabt. Und dann auf mein letzter Spieler. Der ist Fabregas. Fuck! Hast du gar keinen? Keinen einzigen. Wieso bin ich jetzt aus dem Verein rausgegangen? Krass. Die hätte man sogar erraten können, wobei, das hätte schon geklappt. Egal, whatever. Ich stelle meine Spieler jetzt rein. Okay, dann halte ich jetzt deine in die Kamera. Und das sind die, die ich für dich ausgesucht habe. Kann man es gut sehen, Leute? Ich glaube, man kann es gut sehen. Fängst du an? Ja. Linke Seite, natürlich La Liga, Neymar und Casemiro. Neymar und Casemiro? Ja. Du hast echt Neymar genommen.
Ja. Oh klar. Mein Gott, okay. Na sicher habe ich Neymar genommen. Rechte Seite, hey, die kannst du auch haben, Mann. Sandro und Podolski. Ich hab einen. Ich bin ehrlich, ich hab leider nur einen und das ist Sandro. Aber mit okay. Neymar und Casemiro hätte ich echt nicht gerechnet. Ich hab Mani und Modric aufgeschrieben. Ja. Das Ding ist, Sandro war eigentlich fix, dass ich den nehmen musste. Ja, man braucht noch einen Link, das ist eigentlich klar. Ja, und da gab's nur Sandro. Okay, Leute, da hab ich einen getroffen, du hast keinen getroffen, ne? Ja, was soll ich nehmen? Bronze, Keeper oder? Ich will. Nee. Ich will jetzt erstmal noch einen ganz normalen Bronzespieler da drin haben. Okay, den nehme ich mit. Und dann gehen wir jetzt auch schon zu der Abwehr rüber. Alle vier Abwehrspieler wird Dan jetzt in die Kamera halten. Mal gucken, wie viele du davon haben wirst. Eigentlich ist das schon ein bisschen offensichtlich, was ich hier nehme. Ich fange mit dem ersten an. Echt? Mario Rui. Okay. Dann geht's bei AS Rom, Serie A. Calcio A. Dann geht es weiter mit Manolas. Also Linksverteidiger und Innenverteidiger habe ich jetzt. Okay. Weiter geht es. Wer war überhaupt mein nächster Spieler? Bin ich gerade verwirrt. Achso, genau. Genau, weiter geht's. Da muss ich hier umstellen. Da habe ich dann in der Innenverteidigung Smalling. Oh mein Gott. Und mein letzter. Oh, jetzt weiß ich schon. Rechtsverteidiger ist locker Walker, oder? Ja, mein Rechtsverteidiger ist Walker. Damn, ich habe alle vier. Als ob du alle vier hast. Auf deinen Nacken, Digga. Du hast niemals alle vier. Ich habe alle vier. Du hast niemals alle vier. Alle. Ah. Doch. Das schmeckt doch, oder? Eine Bronzeverteidigung. Leute, wie viele Spieler muss ich gleich abstoßen? Wenn ich eine ganze Bronze... Als ob du alle vier hast, Mann. Du prankst mich doch gerade. Nein, Mann. Rui, Manola, Smalling, Walker. Ey, shit, Leute. Ich habe einfach meine ganze Abwehr verloren. Meine ganze Abwehr. Wo willst du den Joker hinhaben? Verteidigung, ist mir egal wo. Boah, Mann, ja, Leute. Fett. Das habe ich noch nie in einem Squad-Builder-Showdown gesehen. Dass man alle vier Spieler erraten hat. Ja, Mann. Heftig, okay. Ich bin jetzt erstmal hier gerade ein bisschen bedrückt, Mann. Ich zeige einfach mal deine Spieler in die Kamera und jetzt kommt es noch, dass ich gar keinen von dir habe. Kann sein. So, Linksverteidiger. Hä, wen nehme ich da immer eigentlich? Ja. Ah, genau, Alaba. Laber doch nicht. Den gönnen wir uns auch diesmal wieder. Dann habe ich ja... Ey, ne. So, erster Innenverteidiger Jerome Boateng. Der zweite ist Jonathan Tah. Und zu guter Letzt, Rechtsverteidiger ist Brozinski. Hört sich gut an, oder? Warum so ruhig? Ja gut, Leute. Scheiße, Alter. Was habe ich gemacht? Nein. Nein. Okay, wir gehen zum Torwart rüber. Sowas habe ich noch nie gesehen, Mann. Ich muss jetzt die ganze Verteidigung mit Bronzespielern ausstatten. Ich habe gar keinen von dir gehabt. Perfekt. Ey, Leute, das ist einfach traurig. So wird gleich meine Abwehr aussehen. Ihr seht das schon. Danny wird einfach lange Pässe auf Eto spielen und mir Tore reinballern. Ich kann schon sehen. Ja, Mann. Ja, kommt drauf an, was du für einen Keeper im Tor hast, ne? Wenn der jetzt auch noch Bronze ist, dann kriegst vielleicht 11 Gegentore und kannst direkt alles discarden. Das könnte dann echt passieren, wenn ich die ganze Bronze-Verteidigung und noch einen Keeper als Bronze-Spiel habe. Okay, ich hoffe aber mal, du hast meinen Keeper nicht. Mein Keeper ist nämlich... Wo ist er? Hier ist er noch nicht. Doch, da war er nämlich gerade. Mein so Keeper ist... Butland. Oh mein Gott. Es war so offensichtlich, dass ich sogar aufgeschrieben habe. Hast du nicht. Doch, hab ich. Nein! Wieso sollte ich Butland nehmen? Ja, weil du nicht De Gea nehmen willst und nicht Joe Hart, dann nimmst du halt Butland. Ich könnte doch irgendjemanden nehmen. Na, jetzt gönnst du dir auf jeden Fall einen Bronzekeeper. Oh mein Gott, hätte ich meinen Joker nicht aufgebraucht, hätte es jetzt Bronze-Stürmer am Tor. Egal, aber Bronzekeeper ist auch gut. Nice. Ey Leute, habt ihr schon mal sowas gesehen? Wie viele Spieler kann man eigentlich erraten? War das jetzt so offensichtlich, dass ich hier Butland nehme? Er wusste nicht mal, was ich für Innenverteidiger ausgewählt habe oder so. Ich habe einfach irgendwas reingestellt. Mann, ey. Perfekt. Und dann gönne ich mir jetzt noch meinen Keeper. Ja, habe ich eh nicht. Hier. Hast du auch safe nicht. Sag mal an, was hast du? Karius. Ja, Leute, ich würde sagen, ich tausche jetzt noch Fährmann aus gegen einen Bronze-Keeper. Ich habe eine ganze Bronze-Verteidigung, eine ganze...
und noch einen Bronzetorwart. Lasst einen Daumen hoch dafür diese Verteidigung, Leute. Das ist krank. Das tut jetzt weh, Mann. Vielleicht im Spiel, das tut so weh. Ja, man wird nice. Ich freue mich drauf, dein Team zu sehen. So, Leute, hier könnt ihr jetzt nochmal beide Teams im Vergleich sehen. Das ist Dannys Team und das ist mein Team. Du hast einen Bronzespieler und das nicht mal ein Torwart. Ja, Mann! Stimmt, du hast nicht mal deinen Joker benutzt. Ja, ich dachte, ich krieg noch einen. Dann haut er da sowas raus noch am Ende. Boah, okay, das wird auf jeden Fall richtig schwierig, hier keine Tore zu kassieren. Lange Bälle auf deinen Nacken. Und dann geht's auch schon los, Leute. Ich habe Angst vor den langen Bällen. Und dann noch Neymar und so. Ja, Mann. Jetzt hast du noch so ein Baba-Team zusammengebaut. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig hart jetzt. Mal gucken. Ich muss am Ende 11 Spieler abstoßen, Leute. Ja, oder du gewinnst hier und ich muss am Ende Neymar oder so abstoßen. Ja, das wäre natürlich auch geil. Jo, einfach anrufen. Ja! Was ist das? Das ist das Momentum, Bro. Was? Hä? Wohin? Momentum ist da. Ich check gar nichts gerade. Ja, du lässt mich hier bestimmt, du spielst gerade mit mir. Kante hat einen Schuss, Junge. Oh mein Gott. Boah. Okay, dafür liebe ich den. Wow. Oh mein Endlich. Gott. Endlich. Komm, Neymar, geh mal. Jetzt bist du das erste Mal vorne mit der Bronzeverteidigung. Ja, Mann, da ist er. Das kann nicht sein, Mann. Ich unterschätze die ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, ich muss... Weiß ich nicht, mal ganz normal spielen. Was mache ich hier? So, Benzema. Und wie schnell ist Benzema im Vergleich zu denen alleine schon? Ja, Mann! So easy geht's dann. Mit einem Bronzekeeper im Tor geht das echt so easy. Boah, einfach nach vorne mit dem Ball und schon ist der Ball drin, oder was? Muss er aufpassen. Drin noch nicht, aber geht ganz gut voran. Ne? LOL! 40 Doppelpässe. Schön. Guck mal, wie langsam dieser Typ. Oh, der war voll schnell noch am Ende. Oh mein Gott. Ach, pfeif doch ab, Schiri, pfeif ab. Komm, Ito. Benzema. Langes Eck, nice, Mann. Oh, das passiert, wenn man Bronzekeeper hat. Nee, was ist das für eine Grätsche, William? Schön jetzt, komm, komm, komm. Wow, Digga. Ich hab reduziert auf einen Spieler. Okay, da wirst du bestimmt einen Bronzespieler treffen. So muss ich's halten. Meh. Benzema! Nice, Mann! Der Keeper ist echt richtig lasch. Jeder Schuss ist ein Tor. Ich darf den nicht schießen lassen. Nein! Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein, Mann. Elfer. Kein Elfer. Wie kein Elfer? Easy. Was war daran Ball gespielt? Komm, wie langsam dieser Typ ist! Da kommt aber das Baba. Das ist Elfer. Das ist fix Elfer. Was war daran Elfer, jetzt mal ehrlich? Ja, brutales Foul. Rot noch. Oh, er geht ehrlich rot! Ich hab den Ball gespielt. Ich hab den Ball gespielt. Jetzt bin ich noch 30, 40 Minuten lang mit 10 Mann oder was. Obwohl ich schon 15 Bronzespieler habe. Nice, Mann. Jo! Was für die Tour, komm, Pässe kann er. Boah, kann er ehrlich. Morgen Benzema macht, der Typ ist so krass. Komm, 88. Minute jetzt. Einer geht noch, da muss ich nur zwei Spieler abstoßen. Komm, Özcan! Dafür hab ich dich geholt, dass du so langsam bist, oder was? Eto! Mann! Zieh ihn. Der kann gar nichts. Der kann echt gar nichts. Und da ist das Spiel zu Ende. 4:1. Damit bin ich, um ehrlich zu sein, noch glücklich. Ja, ist noch. Drei Spieler abstoßen. Bitte, Danny, triff einfach nur meine Bronzespieler. Ich verstehe nicht, was Eto bei beiden gemacht hat. So. Ja, Mann, der Typ war ganz andere Welt. Ich baue mein Team gerade um, so wie ich denke, worauf Danny nicht kommen wird. Und worauf ist er bis jetzt noch nie gekommen? Scheiße, Mann. Okay. Ich glaube, ich habe sortiert, wie ich es haben will. Du darfst anfangen. Wen soll ich abstoßen? Drei Spieler hast du. Hau einfach raus. 4-3-2-1. Ich würde erstmal einfach den Keeper nehmen. Ja, der Keeper. Den ZM in der Mitte. Okay. Und den Stürmer. Boah! Okay, du hast zwei von diesen ganzen fünf Bronzespieler getroffen, aber der Spieler, den du abgestoßen hast. Okay, ich stoße jetzt erstmal meinen Bronzespieler, den ersten, ab. Das war erstmal Aina, der von Chelsea. Dann geht's mit dem Torwart weiter, auch abgestoßen. Und der Mittelfeldspieler, du darfst einmal raten, wer es war.
wenigstens Nein gelandet. Nein, Mann, Kanté. Aber das ist auch schon hart. Das ist auch schon hart. Ja, das geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Wo war Eto jetzt? Eto war in der rechten Verteidigungsposition. Nainggolan auf dem rechten Flügel, Willian in der Innenverteidigung. Und ich würde sagen, Leute, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr weitere Squad-Building-Challenges sehen wollt. Bei Danny haben wir auch noch einen aufgenommen. Könnt ihr auch gerne abchecken. Und ich würde sagen, wir sind raus, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace. Ciao.